Guy Verhofstadt hat gesagt, es ist jetzt schon der dritte Gipfel in diesem Jahr. Und ich würde dazu fügen, es ist weiter ein Gipfel, der auch, wenn Jean-Claude Juncker mit großer Ruhe vorgetragen hat, dafür wirst du irgendwann berühmt sein. Es ist ein Gipfel, der erneut stattfindet in einer Phase, in der die Europäische Union unter enormem Druck von Fliehkräften in verschiedene Richtungen geht. Griechenland ist nicht das prominenteste Thema auf dieser Gipfeltagesordnung. Aber jeder hier weiß, dass nicht nur in Griechenland, wenn die Leute nach Hause kommen, anders geredet wird als in Brüssel. Auch in Deutschland stelle ich fest, dass Leute, die in Brüssel zu Griechenland Stellung genommen haben, zu Hause anders reden und sehr leichtfertig bei diesen Diskussionen die Einigkeit der Europäischen Union aufs Spiel stellen. Fliehkräfte gibt es aber eben auch jetzt zunehmend, meiner Meinung nach, in der Auseinandersetzung der Haltung der Europäischen Union gegenüber der neuen und aggressiven Politik Russlands. Wir haben darüber schon oft geredet, aber für mich ist es wirklich klar, dass auch in dieser Auseinandersetzung es darum geht, ob wir als Europäer tatsächlich für das einstehen, was wir normalerweise mit den europäischen Ideen beschreiben. Ob wir dafür einstehen, dass auf diesem Kontinent Bürgerinnen und Bürger sich auch außerhalb der Europäischen Union für Freiheit und Demokratie entscheiden können oder nicht. Es geht darum, ob wir uns von einer Politik der Aggression und der Lüge, die eben zurzeit Moskau dominiert, ob wir uns von dieser Politik erpressen lassen oder nicht. Und ich will das an dieser Stelle noch mal sagen, insbesondere nach diesem furchtbaren Mord an Boris Nemtsov, kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass wir an dieser Sanktionsidee etwas verändern. Diese Sanktionen sind notwendig, nicht als Erziehungsmaßnahme gegenüber Putin. Da mache ich mir überhaupt nichts vor, sondern das sind auch Sanktionen, das sind Veränderungen, die von uns selber und von einem Selbstverständnis der Europäischen Union handeln. Die Energieunion ist eigentlich das Feld, das von Donald Tusk in dieser Auseinandersetzung eingeführt worden ist. Leider ist es so, das hat Gabi Zimmer, das haben andere zu Recht angesprochen, in den Debatten auch schon in Brüssel, leider ist es so, dass wir in der großen Gefahr stehen, dadurch, dass die Ideen des Gestern diese Energieunion wieder dominieren, dieses Projekt an die Wand zu fahren, statt tatsächlich auf Innovation, auf Erneuerbare, auf Effizienz zu setzen. Ein Zukunftsprojekt für die Europäische Union zu definieren, verlängern wir die Interessenspolitik eigentlich nicht zukunftsfähiger Industrien. Diese ganze Debatte um Atomkraft und neue Subventionsmöglichkeiten, die steht wohl am besten dafür. Zur Ukraine ein letzter Satz, Herr Präsident. Ich glaube, dass wir viel mehr machen müssen, auftreten müssen in der Ukraine als eine Kraft, die tatsächlich für Veränderung steht. Eine wirkliche, gut koordinierte Taskforce, die den Ukrainern hilft, aus der Krise rauszukommen. Das brauchen wir. Und lassen Sie mich eine Warnung aussprechen. Ich glaube nicht, dass ehemalige Minister oder ehemalige Kommissare oder aktuelle Bundestagsabgeordnete tatsächlich diejenigen sind, die mit ukrainischen Oligarchen und auch noch öffentlich finanziert ein Beratungsunternehmen Aufbau Ukraine machen sollten. Das müssen Leute sein, die echte Erfahrungen haben in Transformationsprozessen in Osteuropa. Das müssen Leute die nicht dazu verdienen wollen, sondern das müssen Leute sein, die wirklich arbeiten mit den Ukrainern, mit der Zivilgesellschaft, Frau Harms. Weiß, wie man das Land verändert. Okay. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Harms.